Moin moin und willkommen zur 224. Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir haben jetzt ein bisschen die Waffen aufgerüstet, sind auch schon wieder auf Skellige. Ich wollte euch das einfach mal ersparen, das große Gelade. Und ja, hier seht ihr jetzt die ganzen Waffen. Maus, spack nicht rum. Also so prinzipiell, ja, ich meine, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit den Wolfssachen, an und für sich nehmen die Sachen sich nicht so viel. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber ja, ne? Gucken wir mal nochmal einmal durch. Wobei hier der kritische Trefferbonus von dem Bären schon geil sind, hm? Vielleicht sogar besser als das, was wir aktuell haben. Ne, wir nehmen die Bärenwaffen. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Bärenwaffen. Ich denke, da sind wir ein bisschen besser mit dran. So, was haben wir hier? Adrenalingewinn höher. Kritische Trefferbonus. Ja, den haben wir nur da. Na denn. Ja, und wir haben uns ja jetzt für die Katzensachen entschieden, ganz einfach aus dem Grunde. Ne? Was anderes passt da irgendwie nicht so richtig. Tja, und da wir einfach das Problem haben mit den Gwendruhen, was sollen wir machen? Können wir halt nichts groß dran machen. Ich würde einfach sagen, wir klatschen da jetzt einfach rein, was geht. Und gut ist. Drauf geschissen. So, jetzt haben wir noch drei über. Da würde ich sagen, packen wir die hier rein. So. Ne? Ich denke, so ist ganz okay. Gut. Dann sind wir durch dabei. Packen jetzt die restlichen Sachen rein. Weil, ne? Mit dem Scheiß müssen wir nicht rumlaufen. Wir müssen nochmal einmal kurz verticken. Das können wir aber auf dem Wege machen. Da bin ich mir relativ sicher. Der eine Händler dürfte nämlich immer noch ja, eine Menge haben. Ich glaube, 2500 oder so. 2500 Kopper dürfte er noch überhaben. Also verdecken und gut ist. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir beim Kaiser überhaupt wirklich rankommen. Ich schätze mal, wenn wir da irgendwie mit dem Boot einfach ran, dann wird er uns doch wahrscheinlich entdecken. Naja, erstmal meditieren, dass der Händler auch da ist. So. Da ist er. Hallo. Ja, mit deinem Koffer. Ja, das reicht locker. Ist ja gar nichts wert, das Zeug. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das war's dann auch schon wieder, hm? Ich glaube, ja. Ja. Ja, passt. Okay. Tschüssi. Wiedersehen. Können wir dann noch irgendwas reparieren? Ich glaube aber nicht. Gucken wir mal. Nope. Und... Nope. Passt. Weg da. Weg da. Mal hier mal zum Boot, bitte. So. Na komm. Schwerter auf den Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Ja, ja. Du mich auch, du Arsch. So, einmal speichern. Dann mal die Weltkarte aufrufen. Und dann mal eben gucken. Okay, also wir können uns auf jeden Fall in die Nähe begeben. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir uns da jetzt verhalten. Wie wir da jetzt zu der Flotte irgendwie rumkommen. Oha, da sind sie schon. Nach Einbruch der Dunkelheit wird es leichter sein, an Bord zu schleichen. Na denn, ich würde sagen, wir werden mal eben einmal hier rüber. Oh ja, da hängen sie auch schon alle. Hey, da haben sie die Armbrust gerade gespannt. Gut, wer schreit hier? Alter, sag mal, komm schon, schaffst es? Genau, mehr wollte ich doch gar nicht. So, meditieren geht nicht, weil sie uns schon entdeckt haben. Krass. Jetzt nicht mehr. Gut. Dann warten wir mal ein bisschen. So. Viel besser. So, nochmal speichern. Jetzt gucken wir mal.
Ah, ist doch auf jeden Fall schon mal praktisch, so mit Nebel und so. Da haben sie auf jeden Fall Licht. Ah, die sehen uns nicht. Die Frage ist, ob sie uns hören können. Da müssen wir wohl tauchen. Naja, kein Problem. Das können wir. Wir sind noch ein Meistertaucher. Du-du-du. Du-du-du. Das ist nur die Frage. Welches ist das Schiff des Kaisers? Hier ist ganz viel Licht. Das scheint es wohl zu sein, das, wo wir gerade dran sind, wa? Sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da jetzt ran? Nee, das ist es. Okay. Halt. Ey. Schon ein bisschen mal hoch. Okay. Wie kommen wir da rauf? Von hier sieht's scheiße aus. Gucken wir mal die andere Seite. Irgendwie muss es da ja raufgehen. Hier ist auf jeden Fall dunkler. Halt! Das ist der Hexer! Was? Befehl des Kaisers! Wegtreten! Okay. Das heißt, es hat jetzt nicht geklappt, oder was? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich meine, wie. Vor allen Dingen, warum hat er uns da ausgerechnet gesehen? Und hier hoch? Ah! Über den Ongar. Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? Tja, gute Frage. Serikanien, wo waren das jetzt nochmal? War das einer der Inseln hier? Oder war das sogar die Hauptstadt? Können wir Pause drücken? Nein. Wir sagen mal nicht weit, oder? Nee, wir sagen das. In Serikanien hat sich nach Sonne gesehnt. Ich bin weder für meinen Humor noch für meine Geduld bekannt. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon, wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. So ein Arsch. Ich mag den nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Numeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Artskellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen.
Dann halt so. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Das war jetzt bedeutend einfacher als gedacht. Na gut. Wo geht's jetzt hin? Skellige. Okay. Du wirst bald hier sein und bestimmt mit dir reden wollen. Zweifellos. Ja, Geralt? Bis dann, Triss. Da kommt jetzt noch irgendwas. Genauso wie bei ihr. Ja, Geralt? Du siehst gut aus. Für eine gefangene Amhirs, meinst du wohl? Er hat überraschende Milde gezeigt. Keine Verhöre, keine Folter. Oder hast du ihm einfach alles gesagt, was er wissen wollte? Wenn ich ihm alles gesagt hätte, würde er mich kaum mehr lebendig brauchen, meinst du nicht? Reden wir nicht davon. Ich und meine Belange waren schon länger nicht mehr deine Sorge. Eieiei. Bis dann. Mit dir hat er wohl auch was. Ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht. Soweit habe ich Witcher 1 BZW 2 dann doch nicht gespielt. Wir gut. Haben uns in deinem Labor umgesehen. Das bezweifle ich nicht. Warum seid ihr hingegangen? Ihr hättet mich doch auch fragen können. Damit du uns alles über deine Experimente mit dem Gen des älteren Blutes verrätst? Wohl kaum. Ich habe nichts verheimlicht, was uns im Kampf gegen Eredin nützen könnte. Und was das ältere... Ja. Und was das ältere... Danach haben wir ihn unterbrochen. Ich wollte eigentlich nochmal eben was schauen. Ach ja, genau. Und zwar hier. Okay. Soweit, so gut. Betrifft, ihr wisst alle, dass Ciri außergewöhnlich ist. Der Unterschied ist nur, dass mir klar ist, wie sehr. Vielleicht bist du ja nur von ihr besessen? Wer? Ich? Ja, du. Geralt? Danke. Okay. Bis dann. Alles keine neuen Infos mehr. Triss hat auch nichts zu sagen. Ja, nochmal mit Ciri sprechen. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Ne? Sieht gut aus. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Dann lass uns mal die Vorbereitung treffen. Ja, Geralt? Oha. Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Okay. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Aha. Tja, fragen wir mal so direkt. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Tatsächlich? Eine Elfin. Sie hat behauptet, dass du Ciri hast. Wie passt das dazu, dass du sie um jeden Preis beschützen willst? Gar nicht. Du erwartest doch nicht, dass ich dir meine Gefühle offenbare, oder? Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Na, ich weiß ja nicht. Erzähl mir mehr über Garantier. Kennst du ihn gut? Ihn kennen?
Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Karantir, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Anakin-Darth Vader. Nette Welt, die ihr in Elida habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sagt mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühle. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enseide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich, weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Wohl wahr. Na gut, dann werde ich jetzt nochmal einmal Folgendes tun. Huch. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Scheiße. Verdammt. Egal. Dann müssen wir wohl einmal hinterher reisen. Ich möchte nämlich einmal noch eine Sache machen, bevor irgendwas Bestimmtes passiert. Und zwar, falls wir nicht mehr hierher kommen, möchte ich einmal nochmal, hupsala, manuell speichern. So. Und dann werden wir uns mal nach Utwick begeben. Wir dienen ihr. Na toll. So war das auch auf jeden Fall gedacht. Ja komm, wenn einer dieser Gammel-Shot-Luppen, dann halt nicht. Kannst du jetzt mal aufhören, bitte hier überall zu jumpen? Danke. So. Wo haben wir es denn? Flupp. Okay. Relativ beim Kaiser. Hilft uns also doch. Merkwürdig. Würde mich jetzt echt wundern. So. Das ist doch das Schiff von denen, oder nicht? Hätten wir auch ruhig noch ein Stückchen ran können, egal. Passt schon. Ist das das Schiff? Was dürfte es sein? Yep. Geralt von Riva? Gibt's hier andere Geralts? Komm bitte mit. Du wirst schon erwartet. Doch nicht? Ist doch jetzt der Kaiser, oder? Nee, okay. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt. Auf dich haben wir gewartet. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar, ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Schlicht, doch voller Komplexe. Nicht jetzt, Geralt. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein.
Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfar kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog War Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Puh, Emir ist aber großzügig mit seinen Ressourcen. Er hat sogar seinen Skellige-Feldzug unterbrochen, um uns zu helfen. Aber nicht aus reiner Freundlichkeit, glaub mir. Er macht es aus dem gleichen Grund wie wir alle. Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten, in sicherer Entfernung von der Nagelfar. Nee, nicht wirklich. Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen. So hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Nö. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Cirael hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Cirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Cirael, schwörst du, am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Oh ja, das ältere Blut kann feurig sein. Es bringt nichts, Ciri zu sagen, was sie tun soll. Im Gegenteil, ich spreche aus Erfahrung. Am Ende macht sie doch, was sie will. Hoffen wir es. Wie bitte? Nicht wichtig. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Es sei denn, du willst jetzt schon mitkommen. Wir sind fertig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Je eher es vorbei ist, desto besser. Folge mir. Jetzt haben wir unseren Speicherstand schon. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet Cirenate. Ada eich blen eidemei. Der Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen.
Gib dein Bestes, Geralt. Oha. Jetzt geht's los, oder wie? Da kommt es, das Schiff. Nee, Moment. Sind das die vom Kaiser? Das sind die vom Kaiser, glaube ich. Ja. Ups. Stille. Es ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri. Aus dem Weg. Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Das meinte er damit. Tja. Jetzt dürfen wir mit Ciri spielen. Yep, cool. Na ihr? Seid ihr bereit zu sterben? Ding. Und los geht das Spiel. Kommt gleich die geile Mucke. Okay. What the fuck? Was geht mit ihr ab? Okay. Ja, kommt mal ran, ihr Schweine. Ting, 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 ting. Das ist ja brutal, ey. Herrlich. Und die Mucke dazu. Ich liebe dieses Lied. Ting, ting, ting. Einfach mal zerschnitzelt. Kommt doch, kommt doch. Ihr habt eh nichts zu melden hier. Na, kommt ran. Komm. Gut, gut, gut. Trauen sie sich nicht. Schade. Jetzt aber. Geil. Das finde ich gut, dass wir nochmal mit ihr spielen dürfen. Ching, ching, ching. Es ist so brutal. Ching. Alter, ist sie stark geworden. Krasse Scheiße. Okay, okay. Ihr wollt es? Ihr kriegt es. Ching, ching, ching. Ist das böse. Es ist so böse, wie sie auch nichts gegen machen können. Und nochmal, und nochmal. Oh, so ein paar mehr. Das hört ja gar nicht auf hier. Ting, ting. Ja, traut euch doch. Ja, ting, ting. Das ist herrlich. Absolut keine Chance, ihr Schweine. Und nochmal, ting. Was? Nix da. So nicht, meine Freunde. Herrlich. Langsam mal durchschnitzeln hier. Geil. Was, da unten ist noch einer? Dann halt nicht. Okay, wir sollen also Karantier besiegen. Ja. So viel zum Thema ältere Blut und so. Na ihr? Habt ihr Bock drauf? Ihr habt Bock zu sterben? Alles klar? Das ist herrlich. Und nochmal. Ching, ching. Na, Freund der Sonne. Trau dich. Aha. Na, kommt her. Ihr wollt doch sterben. Ich sehe das doch.
Oh, da kommt was von hinten. Oha. Oha. Es ist so göttlich. Und nochmal. Da geht der Hexentanz wieder los. Ching. Und nochmal. Ching. Geil. Einfach keine Schnitte. Sie ist einfach zu stark. Genial. Da kommt er. Und ching, ching. Göttlich. Und traut euch doch. Und nochmal. Weg hier. Zack, zack. Da sind nochmal eine ganze Menge, Jungs. Da kümmern wir uns mal drum. Und los geht's. Ching, ching. Das ist so göttlich. Oh, ich könnte stundenlang machen. Hey. Na, du Arsch. Absolut keine Schnitte habt ihr. Haha. Göttlich. Einfach nur göttlich. Und nochmal. Okay. Genug Spaß gehabt. Herrlich. Und. Na komm. Wupp. Zack. Okay. So viel dazu. Na kommt, meine Freunde. Ihr wollt es? Ihr kriegt es. Gerne. Was ist das? Ja, Chris Amulett. Haben wir ja auch noch. Ups. Bringt nur leider nicht viel. Oh, nochmal. Ting, ting, ting. Nun gut. Da würde ich jetzt aber mal sagen, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Eine herrliche Sequenz, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und schauen wir mal, was uns da noch entgegengeworfen wird. Also, bis zum nächsten Mal.